Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Röhlpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir versucht, Missionen hier zu erreichen, haben es geschafft, von hier aus nach hier zu kommen. Das ist schon ein ganz kleines bisschen traurig. Und ja, auf dem Weg sind wir hier Supermutanten und sowas alles begegnet und Leute, die mich wirklich mit zwei Schüssen fast getötet haben, obwohl ich noch fast voll hatte. Also ja, nicht witzig. Ja, sollen wir die erstmal ignorieren. Vielleicht will ich ja einen Ort mal aufsuchen oder so. Ich glaube, da war gar kein Ort in der Nähe, oder? Weiß ich jetzt nicht. War nur 5 Minuten her, also. Da zu diesem Baum gehen wir mal. Macht das Licht aus, verdammt. Und ja. Gucken wir mal. Warte mal, ich wurde entdeckt. Vom Watt. Oh Gott. Willst du mich auf den Arm nehmen? Mein Gott, der sieht irgendwie voll entstellt aus. Also der Kopf, verdammt. Ja, außer das Ding wird noch verballert, ne? Er ist noch weg gewesen, ne? Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich laufe mitten in die... Oha. Option. Geht doch mal weg. Könnt ihr nicht mal auf den Longfellow losgehen? Ey. Warum zieh ich denn jetzt ab? Oha. Sehr. Oh, ich hab das noch sehr gut. Zeichen ist nämlich gekommen, ihr für kritische Treffer. Beim letzten Mal. Boah. So, andere Strategie. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Striker. Schauen noch, guck mal, das Bein des Ziels. Okay. So, lass mal sehen. Ja, sehr gut. Ist er langsamer. Ich weiß auch, die Kohle jetzt. Ah, seht euch das an. Geil. Er ist jetzt bei Gegnern, die schießen, natürlich nicht so gut, aber bei Gegner, die jetzt nur zu Fuß unterwegs sind, ist das Gold wert. Ja, nicht so hundertprozentig die Beine kaputt macht. Diese Armbrust. Sehr gut. Das andere hier. Hier deren Nest oder was? Ja, wenn ich meine Bowlingkugel jetzt noch finden würde, wäre ausgezeichnet. Die war ungefähr hier, glaube ich. Stimmt, die Freiheit gerollt. Da war sie da. Sehr gut. Gut ist diese Waffe verballert auch nicht. Teure Munition oder irgendwie sowas. So, mach mal da. Mal einen Stopp. Wir kommen langsam an unser Ziel. Langsam. Die Betonung liegt auf langsam. Ja. Ich habe die göttliche Sicht. Night Vision. Gegen die nächste Laterne am Rennen. So, Atomsquelle. Ich habe das Gefühl, hier werde ich irgendwann mal hingehen müssen. Wegen den Missionen, ja. Lass mich raten, das ist ja wie blöd verstrahlt, ne? Und trinken, da liegen. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ah, was geht? Au! Okay, nix. Fässer. So. Wir haben da ein... Das hatten wir schon auf der Karte verzeichnet, also... Muss da irgendwas los sein.
irgendwie ein Gerücht aufgeschnappt oder jemand hat mir davon erzählt oder irgendwie sowas. Jetzt hätte ich halt nicht auf der Karte. Man muss halt hier irgendwas zu tun geben. Ich weiß, wir sind eigentlich wegen was anderem hier, aber trotzdem. Sägemühle, Echo Lake. Echos! Glaube ich jetzt bekommen. Hier auf jeden Fall ein Intro, wo der angeblich vorkommen soll. Also geht einfach über irgendwas. Muss man ja nirgendwo reingehen, wäre ich gesagt gerade besser. Da war ich gerade. Es gibt sogar Zeitschriften, mit denen man neue Frisuren bekommen kann. Oh, hier ist eine Werkstatt. War jedenfalls den Ladebildschirm irgendwie. La, irgendwas. In jeder Zeitschrift, die man findet, kriegt man eine neue Frisur anscheinend. Oder die sind durch Dings hier hinzugefügt worden. Aber glaube ich nicht. Okay. Also Zeitschriften oder Wackelpumpen kann man nicht irgendwie nachträglich einfügen. Allgemein irgendwie so Gegenstände in irgendwelchen fixen Orten. Weil man nimmt ja an, irgendwie, wenn man DLCs runterlädt, hat man schon so ein bisschen was vom Spiel gespielt. Aber wenn man jetzt an den Orten war und jemand hat später was da hinzugefügt, dann ja, lockt den aus, geil. Dann macht er ja keinen Sinn. Dann hat man ihn ja verpasst, weil man schon an dem Ort war. Dun dun. Muss man halt zurückkehren. Ja, wozu sollte man zurückkehren, wenn man den Ort schon abgeschlossen hat oder so? Also man geht und hier zu diesen Olivia Außenposten, wo immer wieder die Raider neu auftauchen, wenn ich eine Mission nehme von den Minutemen. Das bringt's dann natürlich. Sollte ich vielleicht mal machen. Vielleicht kriege ich da ein paar Stimpacks. Ich muss schon sagen, die Spannung, die bringt's auf jeden Fall. Jede Sekunde irgendwie hat die Klappe. Ich will gerade was erzählen, was tiefgründiges. Was du gesagt hast, war bestimmt nicht so wichtig, ne? Ich bin alt. Nebel. Ah. Oh Gott. Autsch. Jetzt kann ich euch die Beine hier wegballer. Ha. Aufs Getrickst. So, bin fertig. Oder ist er ja? Los, vergifte dich. Vergifte dich, ja. Okay, dann hole ich mal kurz mein Gift raus und vergifte mich selber. Was? Irgendwas war doch mit der Waffe auch, wenn man kritische Treffer macht. Muss ich meine Aktionspunkte oder so auffüllen? Ja, oder macht das so? Warum auf meine Aktionspunkte? Müssen ja ein bisschen runter sein. Ja, die sind voll danach. Ja, wo ist er? Ist noch ein Gegner. Oh, warte mal. Ist noch eine Kaste. Ha! Was geht ab? Ah, da drinnen, okay. Wenn ich jetzt wüsste, was da für einer rumläuft, dann würde ich. Hallo? Würde ich dementsprechend ein paar Dinger da reinballern. Ein paar. Da guckt man auch darüber. Ein paar Minen und so. Hallo? Ich wollte eigentlich, als ich das Projekt angefangen habe, nicht so oft VRTS benutzen, aber irgendwie hängt mein Überleben davon ab. Ah, hi. Ich habe Mine, ich habe eine Mine, geil. Mehr.
Explosionswaffen sind voll effektiv in Fallout 4, habe ich gehört am Anfang, ist bevor ich mir das Spiel geholt habe. Hat irgendwie Explosionswaffen voll überpowered sind, so Granaten und so. Ich sehe es. Genauso effektiv wie in Fallout 3. Halt du erstmal. Du verdammter Sack. Warte mal. Hier kann ich meine Bowlingkugel ja schlecht verlieren, ne? Ja, ich habe den sogar getroffen. Ja, machen wir halt Ding auf. Geht's mal darüber zu springen. Das wär's. Ja, kommt er. Au, was? Stimmt ja, ich habe ein Schwert, da kann ich mir benutzen. Bis gleich, muss durch. Mal habe ich für links schon wieder ab. Noch ein links. Kopfschuss, 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 nicht Kopfschuss. Ah. Wart. Hey. Mein Gott. Was haben wir denn hier wieder? Band abspielen. Levis Holoband. Wenn man Terminal bei mir zu Hause aufnimmt, dann könnte ich meine ganzen Terminals da reinpacken, glaube ich. Ist mir jetzt erst so in den Kopf gekommen. Sorg dafür, dass er keine Probleme macht. Was? Okay. Ein Haufen nichts in machen, das Gebabbel. So, hier aber der Ernter. Oh, wir haben einen einzigartigen Ripper bekommen. Fehlt uns noch Chance auf Taumeln bei Treffer. Gut, dann kann ich ja mal einen Ripper irgendwann mal mitnehmen. Ja, zwar schon einen, aber der war nicht einzigartig. Also nicht von Bedeutung. Okay, das ist doch mal wieder Sachen, mit denen ich zufrieden bin. Der muss einzigartig sein, weil er hat einen einzigartigen Namen. Es wird irgendwie nur Ripper durchschlagend, bla bla bla, bliblub, irgendwie heißen. So. Weil der macht nur 6 Schaden, das ist irgendwie bitter. Ja, werde ich mal irgendwann einsetzen. Erstmal möchte ich den aufpowern. Aber wie kann ich denn den Nebel entfernen? Tut er irgendwann in der Story verschwinden oder muss ich wieder so einen blöden Mast hier reparieren oder so. Nimm das Wim, danke. Was ist das hier? Was soll das hier darstellen? Was? Ach so. Ja, was? Wie macht ihr das immer? Ja, wir probieren den Ripper mal aus. Erlöser, warum mache ich denn da schon ein Herzchen? Ich bin so, ne, pff, der Ernter, der Striker, der Erlöser. Mehr. Ja, da bringt irgendwie nicht so. Mehr.
Aua. Auch mit dem Rumspielen. Oh Gott, wie sehe ich da? Okay. Er hat doch bestimmt anfällig gegen Feuer, ne? Bin ich glaube ich auch noch. Oh, das ist eine. Hi, was geht? Auf Dauer schade mal, ich habe schon sehr lange keinen Molotow Cocktail mehr eingesetzt. Was ist das? Bringt gar nichts, geil. Man tut da mal gefährlich so, als würde den anderen angreifen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, das Ding ist nicht schon voll aufgeballert. Da stand nur Standard. Also kann das ja nicht. Rüber bringt's ja gar nicht. Wenn jetzt gut war. Ah, aua. Boah, das gibt's doch jetzt nicht. Alter. Ist das der gleiche von oben? Wie ist denn der so schnell runtergegangen? Gar nichts mehr, hat keinen Bock mehr. Ein Helfen. Aua, getroffen. Was ist das? Oder so Longfellow. Ma. Echt mal darüber nachdenken, ein bisschen Geld in Stimpaks einzuinvestieren. Ich habe ja genug Kronkrocken. Aber ja, ich will nicht ausgeben. Ich bin so geizig. Ich weiß. So viel Geld, aber ich benutze es nicht. Lasst mich. Ja, da kann man eigentlich reinspringen, aber okay. Ja. Wenn ich ein paar Haarklammer gegen Dingens eintauschen, gegen Stimpaks, hätte ich genug. Geschafft. In den Dingern ist nicht mehr viel, was sich lohnen würde. Oh, von der Links ist das. Alles abgeräumt, geil. Ich hab so wie mir mit. Nein! Der Baseball hat mir den Rest gegeben. Das gibst du jetzt nicht. So, ihr gebt mir nur Dingens. Was soll ich damit? Kannst du trinken, Longfellow. Geh mir aus dem Weg. Ich hab abgeschlossen hier. Captains Mischung, okay. Cool. Ich will Sunset Sarsaparillas haben. War ist auch abgeschlossen. Und so Sternkronkorken. Ich gegen irgendwas eintauschen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher für was, aber irgendwas konnte man damit machen. Ja, jetzt werde ich gleich wieder überlagert. Oh, ich bin auch blöd, ne? Ich habe ja meinen persönlichen Träger dabei, der auch schon Müll mit sich trägt. Hier, nimm die Minigun.
Ah, jetzt kann ich doch wieder allen möglichen Müll mit mir schleppen. Sehr gut. So, schon 20 Minuten, aber ich will das mal gucken, ob ich hier alles abschließen kann und so. Vielleicht werde ich auch kurz zum Ödland zurückgehen oder irgendwo anders, wo ich eine Werkbank zur Verfügung habe, um den Ripper hochzuballern. Hoffentlich bringt er es dann. Glaube ich nie benutzt so oft im Fallout 3. Aber wenn man schon einen hat, warum nicht? Ja, warum ist hier noch nicht abgeschlossen? Was ist das denn hier? Ich mach die blöden Dinger drauf. Wupp, wupp. Oh nein. Soll ich nicht irgendwie so was wie einen Soldaten darstellen? So, da war ich auch schon drin, ne? Ich glaube nicht. Überhaupt rein kann. Nö. Nö. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht ist hier was. Ich habe das Gefühl, hier ist noch irgendwas, aber will mir das Spiel nicht zeigen. Also sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt bei Let's Play Fallout 4. Ich bleibe halt fürs Zuschauen und sag Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Sag Tschüss, Longfellow. Okay.